Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Sekiro Shadows Die Twice. Das letzte Mal haben wir das kleine mysteriöse Glöckchen im maroden Tempel dargeboten und wurden dann hier irgendwie 3 Jahre in die Vergangenheit katapultiert, um jetzt einmal herauszufinden, was genau hier geschehen ist beim Hirata-Anwesen und warum hier alles brennt und geplündert wird. Beim letzten Mal haben wir auch hier sehr, sehr viel geschafft. Wir sind einmal nach da drüben vorgedrungen, wo wir jetzt auch einmal zurück sollten, weil wir haben dort nicht alles erforscht, aber durch diesen kleinen Shortcut da hinten konnten wir nochmal hier zurück, um uns zu heilen. Und jetzt voll ausgerüstet und ausgeruht werden wir einmal erforschen, was es da drüben alles gibt. Da müssen wir nur aufpassen, da war nämlich ein Bogenschütze auf dem Dach. Vielleicht können wir den irgendwie überraschen. Ablenken geht wahrscheinlich eher weniger. Boah. Oh je. Ja, das hat fast so gut funktioniert wie in meiner Vorstellung. Benutzen wir doch gleich mal unseren Wirbelwindangriff. Oh, wenn das denn so einfach gehen würde. Ja, da haben sie aufgeräumt. Oh je, vorsichtig, vorsichtig, wir müssen uns hier auch nicht über anstrengen. So ein kleiner Schluck aus der Heilflasche wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So, machen wir das mal ein bisschen Ninja-mäßig. Da können wir leider nicht hoch. Die Mauer ist im Weg. Schön, dass die uns verloren haben. Schlecht, dass ich vor ihm draufgehüpft bin. Komm her, du. Böser Hund. So, jetzt schauen wir aber nochmal, was die hier alles bewacht haben. Oh! Den habe ich nicht gesehen. Ich finde es sehr gut, dass die da hinten alle betrunken sind. Ist der hier? Der erleichtert sich. Uiuiui. Na, immerhin haben wir gewartet, bis er fertig war. Gibt es hier drin noch irgendwas? Wir haben 771 Zen. Oh, das würde ich ungern verlieren. Hm, Geistembleme, die haben hier sicher die Dorfbewohner getötet. Ich trinke nochmal einen Schluck. Hier sitzen noch ein paar am Feuer, die uns nicht bemerken. Da kommt ein Wolf. Vielleicht mit dem Feuerwerk ein bisschen einheizen. Oh ja, ich muss noch irgendwie schauen, wie wir den Mikiri-Konter auch durchführen. Aber dann hatten die ja gar nichts mehr. Löschpuder, sehr schön. Das nehmen wir noch mit.
Der Flammenlauf, ein Eisenlauf, der Feuer spuckt, kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul eingesetzt werden. Oh, sehr gut. Es ist schwierig, die Wut der roten Augen mit der Kraft von Menschen zu kontrollieren. Feuer ist jedoch überaus wirksam gegen sie. Sie sollen Feuer mehr als alles andere fürchten. Genau, wir werden noch ein paar sehr, sehr interessante Gegner mit roten Augen sehen. Und ja, auch das in dem Manga von Hanbei, dem Unsterblichen. Das lernt man dann, dass die Feuer nicht so ganz mögen. Von dem her ist das schon mal gut, dass wir hier ein weiteres Shinobi-Prothesenmodul gefunden haben. Hier in den Häusern gibt es aber sonst erstmal nichts mehr. Na schön, dann können wir jetzt weiterziehen. Es stört mich nur, dass wir jetzt schon wieder irgendwie ja keine Aufladungen mehr haben für unsere Heilflasche, aber das soll jetzt erstmal reichen. Oh, lebt er auch wieder? Ihr werdet nehmt und bitte. Ja, er hat nur noch mal das Gleiche wiederholt wie beim letzten Mal. Ah, bei dem können wir lauschen. Los, aufmachen! Sonst setzt's was! Ich kann euch da drin flüstern hören. Wenn ihr euch jetzt nicht ergebt, werdet ihr später bereuen. Könnt ihr mich hören? Sagt doch was! Mhm. Brennen wir jetzt diesen Tempel nieder, Anführer? Nein, lass ihn. Weiter zum nächsten. Aber wenn es dort Opfergaben gibt, könnten wir sie zu Yuzo-sama bringen. Genug. Wir bestehlen Buddha nicht. Wie oft muss ich dir das noch sagen, bis es in deinen dicken Schädel geht? Bitte nicht wütend werden, Anführer. Es tut mir leid, dass mein Schädel so dick ist. Ja, ich glaube, den mit dem Zweihandhammer, den schalten wir zuerst aus. Nein. Oh ja. Natürlich gibt es hier noch ein paar Leute zur Verstärkung. Ah. Das hier ist dann wohl der Tempel. Shinobi-Axt des Affen. Eine schwere schwarze Eisenaxt, die von Shinobi verwendet wird, wird in der Shinobi-Prothese zum funktionsfähigen Prothesenmodul. Die gewaltige Axt schneidet wenig, sondern zerstört mit ihrem Gewicht. Sie war einst die Lieblingswaffe eines Shinobi, der als springender Affe des versunkenen Tals bekannt war. Er verlor zusammen mit ihm seinen linken Arm. Interessant. Noch ein Shinobi, der seinen Arm verloren hat. Der springende Affe. Okay. Und ein leichter Geldbeutel. Ja, wir haben gerade so viele Module bekommen. Vielleicht lohnt es sich da doch, die gleich einmal einzusetzen. Gerade weil wir auch wenig HP und keine Aufladungen mehr hier haben. Vielleicht, ja, werden wir dann doch einmal kurz dem Bildhauer einen Besuch abstatten. Mikiri-Kontertraining. Ja, das sollten wir auf jeden Fall noch tun, damit wir wissen, wie das auch funktioniert. Und einmal hier wieder mit den NPCs sprechen. Okay, Emma sagt erstmal nichts Neues. Du bist also zurück. War das ein Traum oder war es real? Ob es ein Traum war oder Realität, ich weiß es nicht. Es gibt eine Sache, die ich dir verraten kann. Der große Buddha hält es für sinnvoll, alte Erinnerungen in dir zu wecken.
was du gespürt hast, woran du dich erinnert hast, davon hängt alles ab. Ich weiß nicht, ob das, was ich gesehen habe, auch wirklich geschehen ist. Das tut niemand. Sehr philosophisch. Dann werden wir doch einmal die geladene Axt hier freischalten. Die Stärke der geladenen Axt liegt in ihrem Gewicht. Ein Schlag mit dieser Axt kann ein Holzschild oder die Haltung des Gegners zerstören. Und das Flammenrohr verursacht Feuerschaden durch eine Explosion aus kurzer Entfernung und löst den Status Brennen aus. Es ist schwierig, die Wut derer mit roten Augen zu kontrollieren, aber alle haben Angst vor Feuer. Mit diesem Modul kannst du diese Angst schüren. Die Shinobi-Prothese, es scheint, dass du dich gut an sie gewöhnt hast. Hier, das ist für dich. Prothesen-Esoterik-Text, ein Buch voller Geheimnisse über Techniken für die Shinobi-Prothese zum Erlernen von Fähigkeiten des Prothesenstils. Aus der Feder eines Mannes, der den Pfad der Shinobi verlassen hat, seine akribischen Forschungen jedoch nicht aufgeben konnte. Er hatte nie vor, sie weiterzugeben. Was ist das? Darin findest du die Möglichkeiten, deine Feinde mit deinem Fangzahn zu beißen. Mit anderen Worten, Kampftechniken für deine Armprothese. Ich verstehe. Ich dachte, dass diese Prothesenkampfkünste niemals wieder gebraucht würden. Aber es scheint, dass ich mich geirrt habe. Egal, was ich tue, jedes ist das, du wirst es also. Dann ein andermal. Du findest hier jederzeit Zuflucht. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir auch definitiv uns mal entscheiden, welche Prothesenmodule wir mitnehmen wollen. Wir haben ja jetzt schon 4 Stück. Ich würde auf jeden Fall die Axt einmal mitnehmen, weil die haben wir jetzt dort gerade bekommen. Ich denke, das wird sehr wichtig. Und auch das Flammenrohr und das Feuerwerk, das lassen wir erstmal hier zurück. Ach cool, man sieht das auch so richtig hier an der Prothese. Die Axt ist jetzt nicht gerade unauffällig, aber okay. Dann sind wir mit der ausgerüstet und ich würde auch jetzt sehr, sehr gerne einmal den Mikiri-Kontor trainieren bei Hanbei. Oh, ihr seid es. Ihr könnt an mir eure Schwertkünste üben, wenn ihr wollt. Ja, bitte. Oh, auch so viel. Parierkette, Vitalität und Haltung, Stoßangriffe kontern, Rundumangriffe kontern, Mikiri kontern. Das machen wir auf jeden Fall, weil Skill ist hier einfach so wichtig. Und deswegen das mitzunehmen, dass das zum Muskelgedächtnis wird. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Ist sicher nicht verkehrt. Parierkette. Wenn du einmal parierst, endet der Angriff des Feindes nicht immer. Kontere Angriffsfolgen mit Parierkette, um der gegnerischen Haltung Schaden zuzufügen. Pariere alle feindlichen Angriffe und lande 3 Todesschläge. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist nämlich fies. Ja, genau. Oh mein Gott, ja. Nochmal. Oh, das ist schwieriger, als es aussieht. Nochmal. Und man muss halt auf die eigene Haltung unten auch achten. Das heißt nur Ketten. Oh, ich verstehe. Nur Ketten. Aua. Erhöhen dann die Haltung der Feinde. Oder brechen sie. Spannend. Das war ein guter Kampf. Ja, weil bei den ersten Gegnern, die man so am Anfang hat, da muss man nur einmal parieren und kann sie dann besiegen. Und jetzt ist mir schon beim letzten Mal auch aufgefallen, dass manche einfach viel zäher sind und die Haltung dann doch nicht so schnell gebrochen wird. Da braucht man dann diese Parierkette. Eieiei, das lief noch gar nicht gut. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Schauen wir mal, was hier bei Vitalität und Haltung
dran ist. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer erholt sich die Haltung. Reduziere die Vitalität bei scheinbar unzerstörbaren Haltungen mit Ausweich-Konterangriffen, um die Haltung leichter zu durchbrechen. Das heißt ausweichen, dann angreifen und dann töten. Oje, oje. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für eine Hitbox mit dem Greifen da? Aber... Was ist los? Ja, das wüsste ich auch gerne. Deine Schläge sind zu weit, Hanbei. Na komm. Das ist dann jetzt mittlerweile schon auch echt stressig. Bei Feinden mit niedriger Vitalität erholt sich die Haltung langsam. Was ist los? Ja. Kämpft erneut gegen mich. Das ist gut zu wissen. Das heißt, auch die HP abzuziehen hilft halt auch für die Todesschläge durch die Haltung. Kämpft erneut gegen mich. Boah, diese weiten Schläge, da weiß man gar nicht, wann man ausweichen soll und wann nicht. Hervorragend. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Ja, hervorragend hätte ich das jetzt noch nicht genannt, aber schon in Ordnung. Stoßangriffe kontern. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Stoßangriffe lassen sich nicht abwehren, jedoch können sie durch Parieren oder einem Ausweichschritt gekontert werden. Ja. Okay, oder man tankt sie einfach. Das geht auch. Kämpft erneut gegen mich. Okay, das wusste ich nicht, dass man Stoßangriffe auch so kontern kann. Aber der Mikiri-Konter ist ja dann eigentlich genau dafür gedacht. Kämpft erneut gegen mich. Hervorragend. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Rundum Angriffe kontern. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Ich glaube, das war mit dem Draufspringen. Genau, um rundum Angriffen auszuweichen, musst du über sie hinwegspringen. Mit einem Sprungtritt kannst du dann die Haltung des Feindes schwer treffen, was oft zu einem Todesschlag führt. Kontere rundum Angriffe, um 3 Todesschläge zu landen. Dafür braucht man dann halt auch einfach den Blick. Nochmal. Setzt er zu einem Stoßangriff oder zu so einem Rundumangriff ein. Und da muss man sich einfach schnell entscheiden. Wow. Kämpft erneut gegen mich. Das sah cool aus. Und der Zeitpunkt ist auch wichtig. Also ich verstehe, warum das war ein guter Kampf. Spiel so schwer ist. Einfach nur, weil die ganzen Mechaniken sehr, ja, schwierig zu meistern sind. Oder weil es einfach viele gibt, die man präzise ausführen muss. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Dann schauen wir uns den Nikiri-Konter noch an. Ein Shinobi kann eingehende Stoßangriffe vorausahnen und kontern, indem er auf die Klinge tritt. Diese mächtige, riskante Technik heißt Mikiri-Konter und fügt der Haltung mehr Schaden zu als parieren. Nutze den Mikiri-Konter für 3 Todesschläge. B. Oh. Kämpft erneut gegen mich. Sehr cool. Man muss einfach nur B drücken. Im richtigen Moment. Nochmal. Anstatt LB.
Okay. Das war ein guter Kampf. Doch einfacher als gedacht. Ich dachte irgendwie, man muss nach vorne und B drücken. Sehr, sehr cool. Okay, er sagt auch nichts Neues mehr. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen. Wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet, stehe ich euch zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Hanbei. Das war jetzt wirklich, wirklich praktisch. Nochmal so ein bisschen zu trainieren. Ich glaube dann auch, genau, unsere Aufladungen und alles, das haben wir. Das heißt, wir können jetzt eigentlich von hier wieder zurück in die Vergangenheit. Hirata Anwesen und der Weg zum Anwesen. So, und jetzt mit besserem Training probieren wir das einfach nochmal, um hier weiter voranzukommen. Ich schau mal, dass wir die möglichst in Ruhe lassen. Sofern das überhaupt möglich ist. Da drüben ist einer mit einer Fackel. Hier steht ja einer. Das ist der Bogenschütze gewesen. Schnell weg, schnell weg. Oh, wir haben so viel Geld. 914. Das möchte ich ungern verlieren. So, hier hatten wir schon alles geholt, richtig? Das war nur der Tempel. Ich weiß nicht, ob es da drüben in dem Haus noch was gab. Ich meine nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Ich werde mal nicht den Eingang da benutzen. Oh, wieder so ein großer Hahn. Da drüben steht auch noch einer. Können wir bei denen einen Todesangriff durchführen? Das geht. Gut, dass die so riesig sind. Die anderen haben das nicht bemerkt. Das ist gut. Weil dann werden wir das hier einfach wiederholen. Nein, hier wird nicht gekräht. Ein paar Kügelchen, sehr schön. Ansonsten, ihr habt doch hier sicher irgendwas Schönes bewacht. Oh, hallo? Aua! Besan! Was habt ihr hier bewacht? Das müssen ja richtig die Killerhähne gewesen sein. So wie die das hier alles zerstört haben. Da hinten gab es auf jeden Fall auf dem... Huch! Mein Gott, sind wir schwer. Ich meine, nur gesehen zu haben, dass es hier oben noch was gab. Genau. Ein leichter Geldbeutel, noch mehr Geld. Ich würde das, was wir haben, gerne investieren in so leichte Geldbeutel. Hier in der Hütte gab es nichts, oder? Man kann da auch nicht rein, schade. War hier unten nicht noch ein Gegner? Oh doch, hier. Ich grüße euch, mein Herr. Erbeutet ihr auch gerne Dinge? Mein Herr, ihr seht aus wie ein Shinobi, glaube ich. Sucht ihr was Bestimmtes? Aber egal, ich war bereits vor euch hier. Seid wachsam dort draußen. Ach, übrigens, auf dem Weg hierher habe ich eine dreistöckige Pagode auf einer Klippe entdeckt. Eine wirklich edle Pagode. Ich wette, dass dort irgendein Schatz versteckt ist. Muss einfach. Zumindest glaube ich das. Mhm. Sehr schön, dann werden wir da auch noch vorbeischauen. Die dreistöckige Pagode.
Die haben wir beim letzten Mal belauscht. So, da hat ja jemand die Tür nicht aufgemacht. Das heißt, wir können einfach einmal hier rüber. Da können wir auch noch lauschen. Bitte versucht euch nicht zu bewegen. Dadurch werden eure Wunden noch schlimmer. Nein, ich muss gehen. Unter den Banditen befindet sich ein Shinobi-Jäger. Er besitzt großes Können. Wenn ich mich ihm nicht stelle... Kommt nicht in Frage. Nicht in eurem Zustand. Ein Shinobi-Jäger. Das heißt, dem werden wir auch noch bald begegnen. Ihr seid der Shinobi des jungen Meisters. Ja. Wozu seid ihr gut? Man hat nichts von euch gesehen, als hier alles vor die Hunde ging. Moment. Sagt mir, dass ihr sie nicht selbst hierher geführt habt. Der Zeitpunkt ihres Angriffs war perfekt. Normalerweise hätten diese Banditen keine Chance gehabt. Ja. Ja, ihr müsst es gewesen sein. Sterbt! Sterbt, Verräter! Ja, irgendwie waren wir nicht vor Ort, was auch komisch ist. Ansonsten gibt es hier drin auch nichts mehr. Doch hier. Wer seid ihr? Ich bin kein Dieb. Ihr gehört zum jungen Herrn. Oh, dem Himmel sei Dank, edler Shinobi. Diese dreckigen Banditen haben es auf den jungen Herrn abgesehen. Sie haben bereits den Hügel erklommen und das Anwesen in Brand gesteckt. Sieht aus, als gäbe es für den jungen Herrn keine Fluchtmöglichkeit. Ich flehe euch an, Shinobi. Rettet den jungen Herrn. Ich vertraue euch das an. Gegenmittelpuder, ein starkes Gegenmittel, das vom Clan des versunkenen Tals erschaffen wurde. Heilt die Statusanomalie Gift, genau. Ich hoffe, dass euch das hilft. Das werde ich. Dankeschön. Ja, anscheinend hier in der Vergangenheit sind jetzt die Banditen auch drauf und dran, irgendwie den jungen Herrn, also Kuro, zu entführen. Oh je. Das sind ja richtig viele. Ah, perfekt. Und auch welche mit diesen großen Holzschilden. Das heißt, jetzt können wir einmal unsere neue Axt ausprobieren. Oh ja, die haut rein. 1044 Zen, oh Mann. Und wenn wir sterben, verlieren wir die Hälfte davon. So, was sehen wir hier von diesem Turm aus? Ich möchte mal hier kurz ins Wasser gucken. Gibt es da vielleicht einen Karpfen? Uah. So habe ich das natürlich nicht machen wollen, aber... Okay, hier gibt es sonst erstmal nichts mehr. Ja, oder ich springe einfach gleich ganz ins Wasser. Nein, das gefällt mir hier nicht. Hier gibt es einfach nichts mehr. Ich wollte da zu dem Baum. So nämlich. Wieder hoch zum Turm. Okay, wie machen wir das am besten? Da ist einer mit einem Speer. Da ist noch ein Krieger, einer mit einer Fackel.
Aha, sehr, sehr viele Gegner. Können wir irgendwie von da hinten aufräumen? Oder vielleicht nacheinander. Oh, das ist gut. So, den einmal. Dann kurz verkrümeln. Dann haben wir nämlich einen schon ausgeschaltet. Müssen uns um einen weniger kümmern. Ich würde da gerne hoch auf den Baum. Interessant, dass... Oh ja. Ich wollte gerade sagen, dass die das nicht wissen, dass ich da bin. Stoßangriffe kontern. Ja, den Kiri-Konter, den haben wir schon gelernt. Ach so, das ist ein... Oh je, oh, ist kurz geleckt. Das ist ein Anführer. Oh je, oh je, oh je. Schnell weg und im Zickzack, damit uns der mit dem Bogen nicht erwischt. Oh, das ist natürlich fies. Das heißt, ein Boss, ein Anführer, umgeben von so vielen kleinen NPCs. Können wir dem jetzt so HP abziehen? Mega! Ausgetrickst! Na komm. Wir sind zur Seite ausgewichen. Komm her, du. Ja, das ist halt fies, dadurch, dass die Kleinen da noch sind. Nein! Mist, das war Nummer 3 und da geht unser Geld flöten. Schade. Ich würde einmal ganz kurz, ich glaube, das machen wir, zu dem Händler gehen, damit ich halt das restliche Geld noch in den leichten Geldbörsen einmal speichere. Das war nämlich hier im Ashina Umland und dann machen wir hier gleich weiter. Dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Oh, viel besser. Jetzt haben wir nur noch 215. Aber das ist in Ordnung. Mögen die Verstorbenen in Frieden ruhen. Ja, mögen sie das. Auf jeden Fall geht es jetzt zurück. Und dann kämpfen wir nochmal gegen den Anführer mit seinem Speer. Ich würde sagen, wir machen das gleiche wie gerade eben nochmal. Dass wir gucken, dass wir zuerst da ein paar ausschalten. Können wir das vielleicht sogar zweimal machen, dass wir hier die Agro verlieren und dann diesem Anführer da die HP-Leiste so einfach zweimal abziehen? Der zielt ja mit dem Bogen immer noch auf uns. Der hat in den Busch geschossen. Meint er etwa, dass wir dort sind? Die Schritte hier von unserem Shinobi sind wirklich sehr, sehr leise. Wo ist der Bogenschütze? Das ist der Anführer. Der Bogenschütze ist weg. Wie?
Ich lasse den mal kurz in Ruhe. Oh ja. Oder vielleicht ist das gar keine so eine gute Idee. Immerhin haben wir einmal die HP abgezogen. Da hinten ist der Bogenschütze. Ach, Shinobi-Jäger. Das ist der Henshin von Misen. Ein Misen-Mönch. Oder ein mieser Mönch. Haha. Oh Gott. Tut mir leid. Aber der hier, der kommt weit. Ah, Mist. Ich muss besser, oder ich muss ein bisschen mehr mit dem Parieren zurechtkommen, gerade bei den Gegnern hier, die so eine große Axt haben. Ich weiß nicht, warum diese schweren, langsamen Schläge mir solche Probleme machen. Okay, dann nochmal kurz heilen. Wieder einer weniger, das ist gut. Der Bogenschütze, der nervt. Da steht er. Okay, wir sind einfach von zu weit weggelaufen. Der ist nämlich gleich hier drüben. Der hat das nicht mitbekommen, das ist sehr schön. Hoppla, wir haben irgendwie ein bisschen Bambus kaputt gemacht. Die zwei hier oben will ich auch noch ausschalten. Wo sind die hin? Da kommt einer mit einer Fackel. Und der andere ist uns ja hinterhergelaufen. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir gleich ein freies Kampffeld. Nein! Der hat sich resettet. Wieso hat er wieder einen Balken an Leben? Kügelchen. Sehr gut, vielleicht snacken wir da auch ein paar einfach, damit wir mit vollen HP gegen ihn kämpfen. Sehr schön. So, und jetzt? Oh, der Mikiri-Konter. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der so weit uns entgegenstürmt. Und das war's für ihn. Sehr schön. Noch eine Gebetsperle. Jetzt haben wir schon zwei. Und wieder ein Skillpunkt. Ja, so hat das doch schon ganz gut geklappt gegen ihn. Wenn man sich hier die Zeit nimmt, um aufzuräumen. Ansonsten gibt es hier nichts weiter für uns. Mibu Eigentumballon. Sehr schön. Noch ein. Und die nächste Statue des Buddhas. Ja. Ein weiterer Checkpoint. Und wie ich finde, auch ein sehr, sehr guter Punkt, um jetzt einmal kurz zu gucken, dass wir uns hier noch eine weitere Fähigkeit holen können. Was ist das hier? Shinobi Karma Körper. Erhöht die maximale Anzahl an Geistemblemen, die du besitzen kannst. Geistembleme sind greifbares Bedauern. Wer seine Taten bedauert, wird von vielen Geistemblemen heimgesucht. Shinobi, die viele getötet haben, müssen den physischen Tribut dieser Sünden ertragen. Das ist vielleicht auch gar nicht so doof, sich hier die zu holen. Einfach nur, damit man häufiger seine Prothesenmodule einsetzen kann. Was gibt es hier noch? Die Prothesenkünste. Treibender Schnitt. Diese Shinobi-Kampfkunst ermöglicht nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule einen Sprint nach vorne mit einem Schwertschnitt. Geeignete Prothesenmodule sind geladene Wurfsterne, Shinobi-Feuerwerk und noch irgendwas Unbekanntes. Und der Greifhakenangriff. Schleudere dich mit dem Greifhaken auf einen Feind und nutze den Schwung für einen rollenden Schwertangriff.
Die Shinobi-Prothese eignet sich perfekt, um Bewegungen mit Angriffen ohne überflüssige Bewegung zu kombinieren. Ach, da gibt's einfach so viel. Kann man alles skillen? Ich werde erstmal hier so eine passive Fähigkeit holen. Ich glaube, das ist auch ganz gut hier durch die ganzen Farben markiert. Also rot sind die Kampfkünste. Das scheint dann wohl irgendwas Defensives zu sein und das sind passive Fähigkeiten. Hauch des Lebens Licht stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Vitalität wieder her. Oh, das klingt sehr, sehr stark. Todesschläge geben Shinobi die Gelegenheit, durchzuatmen. Ein Shinobi kann Körper und Geist durch Atmung sogar beim Töten beruhigen. So kann er mehr Feinde töten. Ja, das klingt sogar sehr, sehr stark. Das ist eine gute passive Fähigkeit, kostet aber auch 5 Skillpunkte. Schauen wir mal, ob wir uns dahin bewegen werden. Aber ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diese Episode. Wir sind bis zum nächsten Checkpunkt gekommen. Das ist schon mal ganz gut. Und mein Gott, sehen wir blutig aus. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.